Über 10 Wolfsrudel leben im Park. Das größte unter ihnen, das Druid Peak Wolfsrudel, ist auf der Jagd. Es ist ihm gelungen, einen Wapiti-Hirsch von seiner Herde abzutrennen. Jetzt kommt es darauf an, wer hat den längeren Atem? Der kleine Fluss bietet Rettung in letzter Sekunde. Der Hirsch stellt seine Verfolger vor ein Problem, denn die Wölfe können ihm nicht in das eiskalte Wasser folgen. Da sie kleiner sind, kühlen sie schneller aus und würden bald erfrieren. Mehr noch, von dieser Position aus wehrt der Hirsch die Wölfe viel leichter mit seinem Geweih ab. Doch die Zeit spielt für die Wölfe. Denn auch der Hirsch muss das Wasser wieder verlassen, solange ihn die Kälte nicht zu sehr schwächt. Ein junges Weibchen will ihn nicht entkommen lassen. Aber der Hirsch ist stärker. Allein würde das Weibchen den Kürzeren ziehen. Ein anderes Jungtier eilt ihr zur Hilfe. Doch auch gemeinsam sind sie weder erfahren noch stark genug, den Wapiti-Hirsch zur Strecke zu bringen. Immerhin muss er sich noch einmal in den Fluss retten. Das hilft nicht ewig. Andere haben hier schon zu lange gewartet. Und Wölfe sind geduldig. Im Moment ist seine Stärke sein einziger Vorteil. Da hilft nur, die Flucht nach vorne anzutreten. Diesmal halten sich die Jungtiere zurück. Ohne den Rückhalt des Rudels sind sie ohne Chance. So früh im Winter müssen sie ihn einfach ziehen lassen. Aber ihre Zeit wird kommen. Im Verlauf des Winters werden die Herden immer schwächer. Jetzt, gegen Ende Februar, wendet sich das Blatt. Das Wolfsrudel hat endlich die Oberhand.